Ja, ein herzliches Willkommen zurück zu Let's Play Subnautica. Ja, in der letzten Folge haben wir ja erfahren, was uns erwartet jetzt. Ich werde jetzt erstmal gucken, was brauche ich. Kupfererz und Titan, ja. Dann werde ich mal gucken, habe ich noch Kupfererz? Nein. Ja. Hier ist auch kein... Hier haben wir nur einmal. Und hier. Weil ich will mir ein paar Beacons machen halt. Bevor ich gehe. Also zwei Signalbojen erstmal. Die habe ich jetzt. Was wollte ich denn noch machen? Oh. Achso, ja. Batterien. Wo war der? Da. Und ich muss ja leider hier lang. So. Na, ich hoffe, ich schaffe das. Bevor mir die Luft ausgeht. Aber das sieht gut aus. So. Ich hoffe, der Ghost Leviathan ist nicht auf, sitzt mir im Nacken. Weil das habe ich ja in der letzten Folge schon miterlebt. Und es laggt wieder mal. Aber jetzt geht's wieder. So. Ah. Frame-Einbrüche des Grounds. So. Jetzt muss ich nur drauf zuhalten, ey. So. Immer so, dass er einen nicht erwischt. Am besten. Ist man zwischen den Ästen, kann er einen nicht erwischen, ey. Ja, und die Energie ist auch schon fast wieder platt. Dann wollen wir mal den ersten Beacon gleich hier loslassen. Ey. So. Und den können wir schon mal benennen. So. Lost River Stargate. Und schon haben wir ihn. Welcome aboard, Captain. Lost River Stargate. Jetzt müssen wir erstmal wieder zurück. Und dann müssen wir durch ein anderes Portal, wenn ich das schaffe. Ey. Alter, diese Frame-Einbrüche, mein. Ey. Ich bewege. Ah. Okay.
Jetzt habe ich's. Wo kam der denn her? So. Ja, ich muss ja jetzt die Zutaten für das Enzym zusammentragen, wovon ich schon zwei habe. Geisterkrautsamen und Augenstängel brauche ich noch und Lampenbusch. Heißt also, jetzt muss ich erstmal durch das Portal wieder. Ja, und dann geht's durch ein anderes Portal. Ich werde durch das Mushroom Forest gehen. Weil ich habe in einer Basis diese Lampenbüsche. Ich müsste auch einen Augenstängel haben. Sicher bin ich mir nicht, aber ich kann es ja mal gucken. Wenn diese Frame-Einbrüche des Crowns nicht wären, ey. So, einfach nur warten. So. Oh, Alter, ich bewege die Maus keinen Millimeter. So. Und ich habe die nicht ultra empfindlich eingestellt. Oh, Alter, echt mal. Jetzt muss ich erstmal gucken, wo bin ich nun mal durch das Portal gekommen. Also durch irgendein Portal kam ich auch noch in das Pilzbiom, also durch Mushroom Forest. Das kann nur hier gewesen sein. Einfach nur warten. Kann sich ja nur noch um Minuten handeln. Und da ist unser netter Freund, der... Ich muss erst mal gucken, wo kam ich denn noch mal hier raus? So. Okay, wo bin ich jetzt hier? Okay. Wo bin ich hier? Im falschen Portal. Ich steig mal kurz aus. Ich sitz mit meinem...
Ah, Mann, das ist hier immer so ein Frame-Einbruch. Ah, da haben wir dieses mit den geilen Augen. Schau mal. Braucht die wirklich Augenstängel? Jupp. So, da. Bleib ja fern von mir, du. So, dann haben wir schon mal die Augenstängel, die wir brauchten. Jetzt fehlen nur noch Geisterkrautsamen und Lampenbusch. Ah, immer diese Frame-Einbrüche, ey. So, dann haben wir die schon mal. Na, will er mich nicht in Ruhe lassen, der kleine Schelm. So. Zwei Zutaten brauche ich noch. Ja. Mal jetzt ein paar Minuten wieder warten. Ach, diesmal nicht. So. Alter. Was versucht die... Was verursacht hier immer diese ganzen Frame-Einbrüche, ey? Oh. Oh, Mann, 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 das kann man ja aushalten. So. Oh. Voll die Frame-Einbrüche des Grauens im Mai. Das müsste der Mushroom Forest sein. Yep. Jetzt heißt es wieder ein paar Minuten warten. So, dann sind wir hier jetzt hier im Mushroom Forest Stargate. So. Den benennen wir jetzt mal in Mushroom Stargate. So. Welcome aboard, Captain. Dann weiß ich wenigstens immer, wo es ist.
Jupp. Und ich werde zur Sicherheit, damit ich auch wirklich das wiederfinde, auch den hier stehen lassen erstmal. Jetzt muss ich erstmal meine eigene Basis wiederfinden. Okay, da. Oh, ist doch weiter weg, als ich gedacht habe. Aber es geht noch. Weil ich genau da eventuell zwei Sachen habe, die ich brauche. So. Ach ja, wie schnell ich mich doch dem Ort nähere und dem Ende des Spiels. Ach ja. Alles hat mal ein Ende, nur die Wurst hat zwei. Einmal kurzer Zwischenstopp an diesem Hirnnuckler. So, bisschen Sauerstoff getankt und weiter geht's. Ah, ja, Frame-Einbrüche des Grauens sind immer die besten. Ah, hier habe ich noch nicht alle Pflanzen, ne. Aber das, was ich haben wollte. Ich will dich haben. So, jetzt fehlt mir noch eine Pflanze halt. Welcome aboard, Captain. So. Okay, was brauchte ich denn? Jetzt brauche ich noch, muss ich auch noch Material für was anderes sammeln. Ja. Machen wir erstmal die Sachen für die für den Computerchip brauche ich. Zweimal Tischkorallenprobe, einmal Gold und ein Kupferdraht. Dann machen wir erstmal das fertig schon mal. Die Plattform. Einmal Gold. Kupfer brauche ich. Ja, dann arbeiten wir jetzt schon mal, bevor ich mit den Enzymen beginne. Mit dem... Ich versuche jetzt erstmal die Plattform zu bekommen. Okay. Der kommt da mit rein. Der Säurepilz kommt auch da weg.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So. Dann haben wir schon mal die beiden Titanbahnen zusammen. Was brauchte ich denn noch? 4 mal Blei. Da muss ich noch mal kurz in den Schrank rein. 1, 2, 3, 4. Und dann muss ich ja noch den Computerchip haben. Dann muss ich jetzt erstmal meinen ganzen Spindel durchforsten. Wo habe ich denn noch? Das brauchte ich. Dann brauchte ich ja noch eine Tischkoralle. So. Ja, das machen wir lieber am Tag. So, einmal kurz schlafen gehen. So. Oder habe ich hier in den Spinden noch... Eine Tischkorallenprobe hatte ich hier noch drinne. Perfekt. Damit. So. Damit wäre der Bereich schon mal für die... Jetzt einmal kurz was essen. Weil Hunger. Okay. Einmal essen. Warte mal, was braucht ihr für die mobile Fahrzeugstation? Wo haben wir die? Einmal Titanbahn, einmal Energiezellen und Schmierstoff. Weil dann muss ich nicht extra dann für Schmierstoff. Wo warst du jetzt? Da brauchte ich eine Schlingpflanze. Na. So. Welcome aboard, Captain. Okay. So, wo haben wir dich nochmal? So, Schmierstoff und... Warte mal. Zwei Batterien und einmal Silikongummi. Das heißt also, ich muss nochmal eine Schlingpflanze holen. Zwei Säurepilze. Ne, 4 Säurepilze und... So. Das ist jetzt egal. Es muss alles vorbereitet werden. Was jetzt nochmal? 2 mal Kupfer brauchte ich. Oder ich nehme einfach die Energiezelle, dann habe ich die. Aber... Okay. Was, ich habe eine Energiezelle schon. Wohl. Dann muss ich ja noch
Da brauchte ich einmal noch. So. Und dann haben wir schon mal. Dann brauche ich noch mal 10-mal Titan. Zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Und schwupps. Warum baue ich eine zweite mobile Fahrzeugstation? Ganz einfach, weil ich so langsam aber sicher aufhören will. Und ich werde diesen Ort hier wählen. Wohl. Theoretisch könnte ich auch da drüben. Ja, ich weiß jetzt auch nicht mehr, was ich machen soll. Wo soll ich denn die mobile Fahrzeugstation jetzt hinsetzen? Ach, ich setze sie einfach hier hin, ey. Ein bisschen weiter in die Richtung, so. So, was haben wir denn so Schönes? Cannot build here. Must be constructed in deeper water. Also muss ich die Richtung nehmen. Es ist ja angeblich nicht tief genug. Was für eine eingebildete Schnepfe, ey. So. So, jetzt müsste es aber tief genug sein, oder? So, dann haben wir schon mal die Station fertig gleich. So. Die braucht man jetzt nicht mehr, jetzt kann die weg. Ja, die kann ich jetzt erstmal in den Schrank packen wieder. So langsam nähern wir uns wirklich dem Ende des Spiels. So. Verschließen. So,
dann brauchen wir für die erste Stufe auf jeden Fall. Plastahlbahn, Kupferdraht und Schmierstoff. Seek fluid intake. Okay. So, was brauchte ich nochmal für den Plastahlbahn? Einmal gucken. Zweimal Lithium, einmal Titanbahn. Das heißt also 10. Oh, meine Freunde haben sich wieder vermehrt. Ey! Na, haben wir noch? Ja, ihr dürft euch jetzt wieder vermehren. Wir sind durch die Zucht entstanden. Wie kannst du nur so gemein sein? So. Dann wollen wir mal. Ah, nee. Wasserflaschen sind wichtiger erstmal. So. Was? Flaschen. Vital signs stabilizing. So. So, dann wollen wir mal hier reingucken. So. Heilen, so. Was brauchte ich jetzt noch? Plastahlbahn. Lithium. Habe ich hier nicht drin. Das heißt also, ich brauche jetzt nochmal 10-mal Titan. Zwei. Okay. Jetzt muss ich einmal hier hochgucken. Drei. Nein. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So. Das brauche ich nicht. Alter Schwede, ey. Okay. Das wird jetzt ein Unterfangen hier jetzt. So. Aber schon wieder dunkel geworden. Jupp. Einmal wieder pennen gehen. Wir haben ja wieder viel gemacht. Und
Jetzt muss ich erstmal gucken, wo habe ich denn meinen... Oh, hier hat sich ein Säurepilz angeheftet. Ah, da. Dann wollen wir mal noch eben... So, erste Stufe von der... Diese Plattform habe ich schon mal fertig. Das werde ich jetzt erstmal noch nicht brauchen. Auf zum Mushroom Forest. Ja, wir nähern uns den Krebs wieder. So, Plastalbahn. Wie viel Lithium brauchte ich nochmal? Soweit ich weiß, war im Mushroom Forest Lithium. Na, einmal kurz auftauchen wegen Sauerstoff. Oh. Irgendwo hier war Lithium, das... Man muss immer genau hinschauen. Okay, hier ist nichts, was Lithium beinhaltet. Aber... Ha! Okay. Da brauche ich zweimal Lithium. Okay. Eine Zeitkapsel. Was war drinne? Alter, das war... Da hat jemand aber echt... Da war aber einer echt nett. Dreimal Kyanit, ein Rubin, ein... Gesack und eventuell ein Tiefenpilz. Bild war nicht dabei. Schade. Das war aber nicht gut. Oh. Tauchdock-Fragment. Welcome aboard, Captain. So. Okay, wo war das da geht? Und da ist der zweite Lithium. Ha! Nee, das... Ich wollte in den Krebs einsteigen.
So, gut, dass ich das Portal hier hingesetzt habe, ey. Also so eine Markierungsboje. Lost River Stargate. Ja, ich, wie gesagt, also nur noch dieses komische Geisterkraut fehlt. Dann habe ich das für das Enzym alles parat. Und dann muss ich alle Sachen, die ich für die Rakete brauche, zusammentragen. Weil ich nähere mich tatsächlich echt dem Ende. So, jetzt werde ich noch mal kurz in den Lost River gehen. Weil ich brauche ja noch dieses Geisterkraut. Oder was, wie sich das schimpft. Ja. Der Lost River Eingang war genau hier. Da wird halt wieder eine etwas längere Folge. Aber das macht nichts aus, weil ich will halt so schnell wie möglich damit fertig werden halt. Ja, da ist wieder der Lost River Zugang. Hier werde ich nur ganz kurz sein. Und dann geht es auch schnell wieder zurück. Suche ich mal eben hier den Geisterkraut noch schnell. Irgendwo hier war der. Ah, ich glaube, ich habe ihn gefunden gerade. So. Aber erstmal scannen. So, und schnell wieder zurück. Okay. Was haben wir hier? Nickel. Oh, nehmen wir auch gerne mit. Oh, damit tapen wir jetzt alle Zutaten zusammen für das Enzym. Und die sind nicht so schwer zu finden, die Sachen. So.
mache jetzt noch das Enzym und werde dann die Aufnahme erstmal beenden. Dann muss ich alle Folgen, die ich bis jetzt fertig habe, bearbeiten und dann bei YouTube hochladen. Also wenn ihr das hier seht, ist das schon Folge 39. Das heißt also noch 3-4 Folgen und ich habe dann das Spiel beendet. Ja. Das war dann wieder ein schönes langes Let's Play. So. Wie gesagt, also ich werde jetzt das Enzym fertig machen. Und dann erstmal pausieren. Oha. Da haben sich noch ein paar von diesen kleinen Schlingeln noch dran gesetzt. Also einer hat sich dran gesetzt. Den machen wir eben noch weg, bevor ich... mit dem Frameeinbruch des Grauens. Auf jeden Fall machen wir den weg. Aua, was habe ich ihm getan? Alter Schwede, ey. Hä? Ach da. So. Gut, dass ich das Ding hier geparkt habe. Okay, was brauchte ich denn noch? Ja. Verdursten werde ich hier schon mal noch nicht. So. Verhungern auch noch nicht. So. Ja, und ich würde mal sagen, das war's erstmal wieder mit Subnautica für diese Folge. Also ich sag mal, bis zum nächsten Mal. Euer Corganto bei Subnautica.